were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute dreht es sich mal wieder um Fashion. Und zwar habe ich mir ja letztens, den Haul habe ich euch ja auch in einem Vlog gezeigt, eine Mom Jeans gekauft. Und zwar meine allererste Mom Jeans. Und ich war am Anfang mega unsicher, wie man das so kombinieren soll. Und habe mittlerweile aber so ein paar Sachen gefunden, auf die ich persönlich einfach achte, damit das gut aussieht. Und das wollte ich euch irgendwie mal mit auf den Weg geben, weil mir voll viele auch immer schreiben, dass sie gar nicht wissen, wie sie das kombinieren sollen. Und ich auch mega den Struggle hatte und dachte mir so, okay, sie sitzt cool, sie sieht cool aus, aber womit trägt man sie, damit es halt irgendwie, keine Ahnung, damit das Outfit abgerundet aussieht. Und genau deswegen drehe ich euch dieses Video. Wie bei jedem Fashion-Video, macht das, was euch gefällt. Mode ist da, um sich selber auszudrücken und das zu tun, was man fühlt. Und wenn ihr das, was ich euch hier sage, nicht fühlt, dann macht es nicht. Und wenn ihr es fühlt, dann könnt ihr es gerne mal ausprobieren. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und wir legen direkt los. Dazu muss ich auch noch sagen, dass ich nie ein Boyfriend- oder Mom-Jeans- oder Girlfriend-Jeans-Typ war, weil ich nie eine perfekte Hose gefunden habe, die wirklich gut an mir aussah. Also an alle, die dann den gleichen Struggle haben und immer noch keine perfekte Boyfriend- oder Mom-Jeans oder so gefunden haben, probiert es trotzdem weiter. Also ich weiß nicht, wie viele von diesen Hosen ich mittlerweile schon anprobiert habe, bis ich jetzt wirklich mal eine gefunden habe, die mir wirklich gefällt und in der ich mich sehr, sehr wohl fühle. Also falls ihr da auch so ein bisschen am Struggeln seid, gebt nicht auf. Ihr werdet irgendwann eine perfekte Mom Jeans finden für euch. Aber meine Mom Jeans ist auf jeden Fall diese hier. Die habe ich jetzt sogar einmal schon gewaschen, weil ich sie so oft anhatte. Die ist eben mega destroyed, hat überall so Löcher und ist auch unten destroyed. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich so mega klein bin, also ich bin 1,60 Meter groß und deshalb krempel ich die immer unten ein- oder zweimal hoch, weil ich finde, dass das dann auch nochmal ein bisschen besser am Bein aussieht bei mir. Weil wenn es so mit meinem Bein abschließt, finde ich einfach nicht so schön. Das Einzige, was mich an der Hose stört, ist, dass die so mega viele Knöpfe hat. Und wenn ich aufs Klo muss, dann will ich nicht noch 10 Minuten Knöpfe aufmachen. Aber ansonsten liebe ich diese Hose, wie gesagt. Ich habe sie euch ja in meinem Haul gezeigt und sie ist, weil meine Schwester wollte sie auch unbedingt haben und eine Freundin auch, sie ist leider ausverkauft. Ich werde euch aber in die Infobox ein paar coole Mom-Jeans setzen, die ich zumindest finde, dass die cool aussehen. Ich habe sie noch nie bestellt, deswegen sind das nur reine Inspirationen, die der vielleicht auch ein bisschen ähneln könnten, aber um diese Hose dreht sich es auf jeden Fall in diesem Video. Ich persönlich finde, dass man in Mom Jeans oft kleiner aussieht, als man eigentlich ist, einfach weil die Hose ein bisschen breiter geschnitten ist und es dadurch vielleicht ein bisschen staucht. Und deswegen trage ich super, super gern zu meiner Mom Jeans Plateauschuhe. Ich habe mittlerweile, also ich habe da so eine Passion dieses Jahr dafür entwickelt, Plateauschuhe zu tragen, einfach weil man größer ist und es irgendwie einfach das Bein auch verlängert. Da habe ich zum einen diese hier, die kennt ihr ja schon, wenn ihr mich länger verfolgt. Das sind meine Superga-Schuhe, die habe ich jetzt auch. Ich wasche übrigens meine weißen Schuhe immer. Und sie sehen fast aus wie neu. Gut, mittlerweile hat er hier ein Loch oder fast ein Loch, weil ich die einfach wirklich jeden Tag getragen habe. Aber durch diesen Plateau sehen die Beine einfach viel, viel länger aus, als wenn man das nicht hat. Und die habe ich super gerne dazu getragen. Aber ich habe auch mega gerne diese Schuhe dazu getragen. Das sind Vans, wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt. Und die haben auch ein Plateau. Und diese Schuhe habe ich bei Junkyard bestellt. Ich habe die zugeschickt bekommen. Und ich habe aber einen Rabattcode für euch raushauen können. Und zwar mit dem Code ZARAMIRA15. Ich schreibe ihn euch hier auch nochmal hin. Spart ihr bis, ich glaube, zum 31. Oktober 15% bei einer Bestellung über 50 Euro. Und oh mein Gott, die haben wirklich, ich konnte mich nicht entscheiden, weil die so extrem geile Sachen hatten. Unter anderem, wie gesagt, auch diese Schuhe. Ich liebe die. Ich wollte schon immer mal Vans haben. Ich dachte aber komischerweise, dass sie mir nicht stehen werden. Aber mit dem Plateau, sie sind einfach bae. Und dann noch die letzte Variante. Oh mein Gott, als ich diese Schuhe bekommen habe, ich habe wirklich Tränen in den Augen gehabt und das ist kein Spaß. Und zwar dreht es sich um diese extrem geilen Schuhe. Leute, ich finde diese Schuhe der Hammer. Die sind so beige. Die sind von Puma. Die habe ich auch bei Junkyard bestellt. Ich habe diese Schuhe nämlich bei einer, also an meiner Uni, an einem Mädchen gesehen. Und seitdem wollte ich diese Schuhe haben. Aber ich habe sie nirgendwo gefunden. Und überall waren sie ausverkauft. Und dann habe ich sie bei Junkyard entdeckt und dachte mir nur so,
Die muss ich haben, weil gönnt euch diese geilen Schuhe. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch nie so einen perfekten Schuh gesehen. Und dieser Plateau ist einfach mal riesig, wie ihr unschwer erkennen könnt. Deswegen streckt das euer Bein unnormal und er ist mega bequem. Es hat eine super Qualität. Die Sohle ist mega weich. Also dieser Schuh ist einfach alles, was ich in einem Schuh brauche. Jetzt kommen wir zu den Kleidungsstücken, die ich immer gerne zu meiner Mom-Jeans kombiniere und muss das Oberteil erstmal umdrehen. Und zwar sind das zum einen T-Shirts. Die kann man jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt so tragen, aber mit einem Cardigan drüber kann man die, finde ich, auch immer noch gut tragen. Und zwar zum Beispiel einfach dieses T-Shirt. Da fragen mich so viele, woher das ist. Das ist von Jonas und das habe ich ihm stibitzt und ziehe es seitdem immer an. Genauso wie das T-Shirt. Lockere T-Shirts, die so ein bisschen breiter vielleicht auch geschnitten sind, ziehe ich mega gerne zu einer Boyfriend-Jeans an. Aber ich stecke das Oberteil immer so ein bisschen in die Hose, damit man auch noch was von meiner Hüfte sieht. Einfach weil ich liebe übergroße T-Shirts. Und wenn ich das aber mit einer Mom-Jeans tragen würde, dann würde das wahrscheinlich einfach komisch aussehen, weil man nicht mehr meine Silhouette erkennt. Und ich finde, dadurch, dass man das Oberteil in die Hose steckt, sieht das einfach gleich wieder cooler aus. Man sieht so ein bisschen more put together aus. Und ja, das ist einfach so eine Weise, wie ich es liebe, meine Mom-Jeans zu tragen. Aber nur weil die Mom-Jeans etwas breiter ist, heißt es nicht, dass ihr nichts Breites mehr tragen könnt. Zumindest meiner Meinung nach. Und zwar trage ich die Mom-Jeans zum Beispiel mega gerne auch mit diesem Cardigan. Und ihr erkennt wahrscheinlich schon, das ist ein Cardigan, der ja einfach sehr, sehr breit und sehr, sehr kastig geschnitten ist. Und den trage ich aber super gerne mit der Mom-Jeans in Verbindung mit diesem Oberteil. Moment. In Verbindung mit diesem wunderschönen Oberteil, einfach weil dadurch, dass das Oberteil sehr, sehr eng anliegt, das hat hier so einen Stoff und hat dann ein kleines Schößchen, sehr, sehr eng anliegt und ein bisschen kürzer geschnitten ist, wird eure Silhouette oder eure Figur mega schön umspielt und der große Cardigan sieht dann einfach nur noch wie so ein chilliges. Ja, es sieht dann einfach chillig aus, finde ich. Und deswegen, ihr könnt auch definitiv breite Sachen zu der Hose tragen, aber vielleicht unten drunter etwas tragen, was ein bisschen mehr figurbetont ist, einfach um das wieder auszugleichen. Das, finde ich, sieht auf jeden Fall mega schön aus und das ist so eines meiner Lieblingsoutfits, definitiv. Ich finde dadurch, dass meine Mom-Jeans sehr destroyed und ja, einfach eher rockiger aussieht, dachte ich am Anfang, dass ich das gar nicht schick kombinieren kann, aber ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie man eine Mom-Jeans, auch wenn sie Löcher hat und auch wenn es eine breite Mom-Jeans ist, schick kombinieren kann. Und zwar ziehe ich da erstmal immer dieses T-Shirt oder irgendein T-Shirt, aber ich ziehe voll gerne dieses T-Shirt dazu an. Da haben mich auch so viele danach gefragt, weil ich euch das auf Instagram, habt ihr das schon gesehen und so, woher dieses T-Shirt ist. Das ist auch von Junkyard. Ich werde euch die Sachen natürlich auch alle in der Infobox verlinken. Ich liebe einfach T-Shirts und ich liebe es, wenn die so ein bisschen kastiger geschnitten sind, aber trotzdem, ich weiß nicht, diesen Skater-Style einfach so ein bisschen widerspiegeln. Und deswegen mag ich dieses T-Shirt mega gerne. Das T-Shirt an sich ist ja jetzt nicht unbedingt schick, würde ich sagen, aber das stecke ich einfach auch immer in meine Hose und trage dann diesen Blazer darüber. Ich glaube, da könnt ihr eigentlich jeglichen Blazer dazu tragen, aber das ist mein persönlicher Lieblingsblazer und deswegen trage ich den so gerne. Der ist so ein bisschen kariert, den habe ich von Tailywell damals gekauft. Eigentlich gehe ich da gar nicht einkaufen, aber ich habe schon ewig so einen gesucht und bei Tailywell hat der perfekt gepasst. Und den trage ich super gerne dann einfach da dazu, weil es dieses rockige Outfit durch diesen Blazer einfach in so eine etwas schickere Richtung bringt, aber trotzdem nicht zu schick. Wisst ihr, was ich meine? Also so alltagsschick. Und das finde ich mega cool, deswegen liebe ich diesen Blazer. Ich würde den nie in meinem Leben hergeben. Und es wird ja jetzt auch ein bisschen kälter, aber das heißt nicht, dass ihr eure Mom-Jeans nicht mehr tragen könnt. Beziehungsweise bei mir ist meine Mom-Jeans ja etwas weiter oben endend an den Füßen und sehr destroyed. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst, dass ich sie im Winter nicht tragen kann. Aber ich ziehe da einfach dann immer eine Strumpfhose drunter. Da könnt ihr eine schwarze auch drunter ziehen oder eben eine hautfarbene. Und dann ziehe ich einfach ganz normal Pullis dazu an. Zum Beispiel diesen hier. Das ist ein ganz normaler beiger Pulli. Ich finde die Farbe halt super schön. Dann zum Beispiel noch mit den Puma-Schuhen. Oder auch diesen weißen Pulli. Den habt ihr auch schon in meinem Haul gesehen. Der ist von H&M. Der andere ist übrigens von Mango. Und diese beiden Pullis ziehe ich mega gerne dazu an. Ich stecke das einfach, also den Pulli immer vorne ein bisschen in die Hose rein. Und schon sieht es wieder total schön aus.
Sorry, falls sich jetzt irgendwas an der Perspektive verändert hat. Mein Kameraakku war leer, deswegen musste ich den kurz aufladen. Aber auf jeden Fall habe ich über den Pulli geredet oder allgemein über die Pullis. Ich finde, das ist einfach eine super Möglichkeit, um die im Winter auch noch zu tragen. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich das mal ausprobiert habe. Und ja. So, und das war es jetzt auch schon von meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen zeigen, was man vielleicht mit Mom Jeans mal tragen kann. Wie gesagt, ich werde euch ein paar Mom Jeans in die Infobox verlinken und auch die Sachen von Junkyard, genauso wie den Rabattcode nochmal. Und ja, dann hoffe ich sehr, dass euch dieses Video gefallen hat und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen würden. Tschüss! Ja.